Heute habt ihr wieder die Chance, uns zu verfolgen auf einem Tag im Disneyland Paris. Und das alles nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Tag aus dem Disneyland Paris. Ja, ich bin wieder hier oder wir sind wieder hier. Die anderen sind jetzt hier schon bei World of Disney, denn hier gibt es heute ein spezielles T-Shirt zu kaufen zum Avengers Campus, der am 20. Juli aufmachen wird. Wir waren gestern schon hier. Gestern habe ich nicht gefilmt, habe die Kamera in meine Tasche gelassen, waren nur 3 Stunden im Park, haben D-Light geguckt und Illuminations und sind dann in die Stadt Paris gefahren, was echt sehr, sehr aufregend war. Da erzähle ich aber später drüber, denn jetzt geht es erstmal zu World of Disney. Heute wird hier so ein exklusives Shirt verkauft zum Avengers Campus. Da seht ihr schon einmal in weiß und dann gibt es das Ganze auch hier nochmal in grau, nur vorne mit diesem Muster hier drauf. Sind eigentlich ganz nett. Ich habe jetzt ein Shirt für euch gekauft. Da gibt es jetzt ein neues Gewinnspiel auf meinem Instagram-Kanal. Aber diesmal also, wenn ihr gewinnen wollt, so ein tolles Avengers Shirt in der Größe L, dann schaut auf Instagram vorbei bei Disney Parks and More. Ja, also die Parks sind heute mega, mega voll. Es ist so voll heute, dass draußen schon wieder die Schilder stehen, dass die Parks komplett überfüllt sind. Das heißt, wenn diese Schilder draußen stehen, kommen die nur mit Reservierung hier rein. Und wenn ihr natürlich Hotelgäste seid oder bei Jahreskarten euch ein Ticket reserviert habt, kaufen oder so, könnt ihr dann keins mehr. Ich bin mal gespannt, gestern war das ja auch schon so, aber gestern Abend ging es dann noch. Also bei Illuminations haben wir natürlich gesehen, die haben bis hinten durch, bis zum Pavillon gestanden und haben auf das Feuerwerk gewartet und auf die Drohnenshow. Ich bin sehr gespannt. Heute ist ein bisschen was Plan, habe ich ja schon gesagt, was wir machen wollen. Um 12 Uhr geht es erstmal ins Waltz. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ist schon 3 oder 4 Jahre mittlerweile her. Das war das letzte Mal an Silvester, wo ich dort war. Und was es da zu essen gibt, das seht ihr heute in dem Video. Und ich möchte mal schauen, was es für Snacks überhaupt noch hier gibt. Also was ist überhaupt erhältlich noch? Gibt es Eis? Gibt es den Pineapple Whip, also den Dole Whip? Wie sieht es aus mit diesen Riesenkeksen und so? Diese Reiswaffeln habe ich gestern getestet, diesen Reiscake. Den ist leider jetzt hier nicht im Vlog mit drin. Der war furchtbar, also kauft den auf gar keinen Fall. Der hat gestern Abend nur 2,50 Euro gekostet. Das ist auch noch so ein Tipp. Wenn ihr solche Sachen vorne aus der Bäckerei haben wollt, geht abends dann nochmal. Weil da werden die oft dann günstiger verkauft. Klar, anderen Tags kann man es nicht mehr verkaufen. Gerade dieses Reiszeug wird ja pappig dann. Ne? Von daher warten wir jetzt mal ab. Wir geben jetzt mal die Sachen an der Gepäckabgabe ab. Hier ist ja das T-Shirt drin, habe ich ja eben auch schon gesagt. Und dann geht's rein in den Park. Wir haben es jetzt endlich in die Parks geschafft und gehen jetzt mal hier nochmal zu Floras Boutique. Schauen, ob es da noch was Neues gibt. Ich habe auch einen Auftrag von Simone, die auch noch gerne was hätte. Mal schauen, ob wir es noch bekommen. Und es sind jetzt schon 11:30 und um 12 Uhr haben wir schon unseren Tisch im Waltz. Traumreise gewinnen. Wohin denn? Ist Disneyland? Zum Europapark. Zum Europapark. Das wäre doch mal eine coole Kooperation. Guck mal, ob die Freundschaft jetzt vorbei ist und dann noch hält. Oh, nein! Ich habe nichts gewonnen. Du musst die Schokolade hochheben. Was ist unter der Schokolade? Was steht drin? You did not win this time around. Oh. Leider nichts gewonnen. Was mache ich jetzt mit der Schokolade? Schmeckt die denn? Die ist sehr gut, wirklich. So Sven, jetzt darfst du auch noch. Ich habe hier heute den Gönnjamin gemacht, hab mal Schokolade rausgehauen. Zeig! Oh, you did not win. Aber ich habe jetzt auch noch eine Chance. Bitte willst du meine... Ich habe ja schon mal letzte Woche 2 Stück gekauft. Warte, warte. Und nicht warte. Nee, nee. Nichts gewonnen. Aber die Schokolade ist wirklich gut, oder? Ja, ist lecker. Die ist lecker. Ja, 5 Euro, natürlich mit Jahreskarte, bekommen der Rabatt. Ich würde sagen, wir haben alle verloren. Wir sind trotzdem, im Herzen sind wir alles Gewinner. Wir haben verloren, wir haben Schokolade. Ja, eben, so schlimm ist es auch nicht. Wie angekündigt sind wir heute hier im Waltz und ich bin so happy, dass es geklappt hat in der letzten Woche mit einem Tisch. Wir waren in der letzten Woche schon hier und ich bin dann spontan einfach mal fragen gegangen, ob wir einen Tisch haben können. Was tatsächlich dann auch geklappt hat, das Waltz ist ja schon was Besonderes. Ich hoffe, dass wir einen guten Tisch bekommen direkt am Fenster, sodass wir dann raus auf die Main Street schauen können, wo wir sitzen, was wir essen und so. Das seht ihr dann jetzt alles gleich. Wir haben jetzt Platz genommen hier an unserem Tisch, direkt am Fenster mit Ausblick auf die Main Street, wenn gleich dann Dream and Shine Brighter vorbeikommt. Richtig, richtig cool. Ist aber sehr gut isoliert, also man hört überhaupt nichts von draußen irgendwie. Man kann schon sehen, es ist besonders eingedeckt und das sind die Speisekarten, die es tatsächlich auch auf Deutsch gibt. Und
zu allem, was ihr hier drin findet, gibt es auch immer so ein bisschen Story, was natürlich jetzt dann sehr, sehr cool ist, denn wir können es jetzt einfach auf Deutsch mitverfolgen. Ihr seht ja schon, die Maissuppe ist erklärt, eines der Gerichte, die Walt besonders gerne mit knusprigem Bacon genoss. Heute wird es mit geräuchertem Popcorn. Popcorn ist für Walt ein unverzichtbarer Snack in den Parks. Mit Pastrami. Die Crème fraîche von Disney ist eine Anspielung auf die französische Herkunft der Disney-Familie. Und so wird wirklich praktisch zu jeder Speise hier so ein bisschen Story erzählt, was echt sehr, sehr cool ist. Ich werde mich auf jeden Fall entscheiden für das Menü. Das kostet 42 Euro, ist eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Wenn ihr Wein dazu haben möchtet, dann kostet das Ganze 62 Euro. Und wir wollen uns heute ja nicht lumpen lassen. Ich hab gehört, Champagner ist auch am Start. Es ist beim Dessert tatsächlich Champagner dabei und von daher wird das wohl sein müssen. Natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch die Sachen, die es speziell zum 30. Geburtstag gibt. Hier haben wir ja das spezielle Dessert, wofür ich mich auch entscheiden werde. Und auch die Cocktails zu bestellen mit dieser 30 etc. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Cocktail für 15,50 Euro haben möchte. Und zu guter Letzt gibt es auch den Pin für 16 Euro. Und der gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Das ist halt ein Souvenir, was es nur hier im Walt gibt und das man auch nur dann bekommt, wenn man hier vor Ort essen war. Das ist einer von den Cocktails, die ihr hier extra kaufen könnt für 10 Euro. Das ist der alkoholfreie Cocktail. Ja, ist eigentlich nur Saft, ne? Aber es sieht halt sehr, sehr schön aus. Es kommt jetzt die Durchsage, denn in 5 Minuten kommt Dream and Shine Brighter. Woo! Und wir können aus dem Fenster gucken. Wir haben Premium-Megaplätze. Unsere Vorspeisen sind gekommen. Ich habe mich für Just Chicken entschieden. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier einmal die Popcorn-Suppe von Vivi und den Waldorfsalat von Kevin. Den hat Sven auch. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und jetzt wird's spannend, denn jetzt gleich jede Sekunde wird hier Dream and Shine Brighter durchlaufen. Unsere Hauptspeise ist gekommen. Ich habe ja das Chili. Das Chili ist aber nicht hier auf meinem Teller, sondern in einer Dose. Hier, da seht ihr erstmal so einen Mickey-Cracker und da drin ist das Chili. Kann man gut erkennen. Und die anderen drei haben dasselbe. Das ist die Hühnerbrust. Das sieht sehr gut aus. Mit grünem Spargel. Und was ist das hier? Das ist so ein Kohl, ne? Das sieht sehr, sehr gut aus. Guten Hunger. Unser Dessert ist gekommen. Da seht ihr das 30 Jahre Spezial. Die sieht sehr, sehr gut aus. Das wird dann auch abgenommen und Vivi hat diesen riesen Cookie, der sieht auch sehr, sehr gut aus. Thank you. Das ist der Pin, 30 Jahre Dessert in Paris, hier im Walt. Den Pin bekommt er, wie gesagt, nur dann, wenn ihr hier essen geht. Der ist schon sehr, sehr schön. Ne? Ist schon was Besonderes. Vivi musste ihn auch kaufen. Wir kaufen uns nie was. Das war das Essen hier im Walt. Es war sehr lecker. Ihr habt ja gesehen, zur Vorspeise das Hühnchen. Dann gab es das Chili, was wirklich sehr gut war. Auch ein bisschen scharf, aber nicht unangenehm scharf. Dann war ja diese Dijonais-Creme dabei, sehr, sehr gut. Brot und das Dessert hatten wir ja auch schon mal im Auberge de Saint-Réalion. Auch sehr, sehr lecker. Die anderen drei hatten das Hühnchen, was sehr gut aussah, aber ja, war aber okay. Ne? Also, es war okay. Also, ja. Das ja auch. Vivi hatte diesen großen Cookie. Das ist schon mega, mega mastig, aber auch sehr, sehr lecker. Da wird wohl in dieser Form dieser Cookie gebacken. Es ist schon eine Empfehlung. Also ihr könnt hier mal hinkommen. Das ist was Besonderes, hier zu sitzen. Und wir haben auch unten danach gefragt, einen Tisch hier direkt am Fenster zu haben, wo ihr direkt dann die Sicht auch auf die Main Street habt, um dann die Parade oder die Show Dream and Shine Brighter zu sehen. Ihr könnt natürlich nur sehen, wie die aufziehen oben zum Castle Stage und dann nicht die ganze Show sehen, aber trotzdem, es ist einfach Erlebnis, mega, mega schön. Im Moment immer sehr, sehr rar, hier eine Reservierung zu bekommen, weil immer alles ausgebucht ist, aber fragt einfach spontan mal nach, weil ganz viele Leute buchen von zu Hause immer ganz fleißig, tauchen aber dann nicht auf und vielleicht könnt ihr so einen Tisch dann ergattern. Ja, kommt her und versucht es mal selbst. Wir stehen jetzt hier bei Max an. Wir sind immer noch nicht weitergekommen als bis zur Main Street. Das ist, nee, irgendwie nicht. Mit dem kommen wir nicht weiter. Und wie wir unbedingt Max treffen, unbedingt. Das machen wir jetzt. Ach, Max noch nie
hier war nicht so wirklich viel los. Dort hinten stand eben noch Mary Poppins und Bird, aber die sind jetzt weg. Die haben erstmal Feierabend, aber ja, schauen wir mal, was hier gleich so abgeht. Hi Max! Wir stehen jetzt vorm Schloss und warten auf Dream and Shine Brighter. Und es gibt ja tatsächlich jetzt eine Änderung hier bei der Show. Zum Schluss gab es ja immer so einen Knall dort oben, da oben am Balkon. Und jetzt gibt es die Farben, diese Holi-Farben vom Jungle Jive wieder. Ich bin gespannt, wie das aussieht, ob sie so einzeln so rausgeschossen werden oder ob sie mit einem Knall kommen. Werden wir dann gleich sehen. Buona sorte. Chers amis, il est temps de rire plus fort, d'ouvrir nos cœurs et de croire en nos rêves. Dear friends, let's all smile bigger, open our hearts and believe in our dreams. Alors, êtes-vous prêts? Tous ensemble, rêvons et le monde s'illumine. So now, are you ready for the ride? It's time to dream and shine brighter.
kommen gerade aus der Disney Junior Dream Factory und die Show ist einfach immer noch schön, absolut lohnenswert. Und dafür könnt ihr auch Mastercard-Tickets bekommen. Zwar nicht für jede Show, da müsst ihr dann auch mal bei den Studiokassen nachfragen oder bei den Studio-Services, aber es ist schon echt mega, mega schön. Und jetzt geht's gleich zu Mickey and the Musician und dafür haben wir tatsächlich Premier Access Tickets heute. Ja, ich weiß, aber dadurch, dass heute so viel los ist und so, ja, wir sehen uns gleich nochmal. Ja, es sind jetzt gleich 17.30 Uhr und wir stehen hier vorm Animagic Theater und haben tatsächlich Premier Access Pässe für heute. Und wo man hier sitzt dann, das ist jetzt mal natürlich ein bisschen spannend mit den Premier Access Pässen, das zeige ich euch natürlich dann auch noch. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir hier rein müssen. Wir sitzen jetzt drin im Animagic Theater und ja, die Plätze sind nicht vorgegeben für die Premier Access Pässe, sondern ihr kommt einfach als erstes mit hier ins Theater und könnt euch dann aussuchen, wo ihr sitzt. Und wir wollten jetzt nicht ganz vorne sitzen, sind ein bisschen nach oben gegangen, sodass wir schön einen Blick mittig auf die Bühne haben. Wir kommen gerade aus Mickey and the Musician und die Show ist immer noch, es kickt mich einfach total. Es ist so emotional, finde ich. Und gerade die Lion King Show, nicht die Lion King Show, die Lion King Szene ist für mich das, wo ich dann wirklich mit den Tränen fast kämpfen muss. Ja, wir mussten jetzt Tickets kaufen, also die Premier Access Pässe nutzen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn wir haben einfach mega, mega gut gesessen. Und ja, wo es uns jetzt hin verschlägt, schauen wir einfach mal. Ja, ich melde mich jetzt auch nochmal. Nicht wundern, dass sich der Ton geändert hat, denn ich habe vergessen, meine Powerbank mitzunehmen und mein Funkmikrofon ist jetzt leer. Es ist jetzt mittlerweile gleich 7 Uhr, also schon etwas später und wir sind ja jetzt schon sehr, sehr lange hier und das haben die Mikrofone jetzt nicht durchgehalten und wie gesagt, ich habe es vergessen, die Powerbank mitzunehmen, weil sonst hätte ich es ja zwischendrin aufladen können, aber egal, so versteht er mich ja auch, von daher ist es auch nicht ganz so schlimm. Ja, wir haben es jetzt alles ein bisschen ruhig angehen lassen, waren ja Mickey in the Musician gucken, sind dann mal durchs Disney Village gelaufen, wo es sehr, sehr voll war und dann zum Marvel Hotel, wo wir mal geschaut haben, ob wir vielleicht heute Abend noch einen Tisch haben können, im Downtown Restaurant, dem Buffet Restaurant, was wahrscheinlich dann auch klappen wird, müssen wir mal schauen noch. Jo. Jetzt verbringen wir noch ein bisschen Zeit hier im Park. Vivi und Kevin sind gerade mal zum Auto, Rucksäcke wegbringen und Jacken holen und so, weil es ist ein sehr seltsames Wetter heute. Wenn die Sonne da ist, dann ist es echt schön warm, aber sobald die Sonne weg ist, wie jetzt, dann wird es richtig kühl. Also so richtig Sommer ist tatsächlich dann noch nicht. Wir haben es jetzt einfach mal ein bisschen hier in die Sonne positioniert, warten auf Vivi und Kevin noch. Hier im Schloss ist einfach richtig schön. Ich habe gerade gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen sentimental, weil es ändert sich ja jetzt doch ein bisschen was bei mir. Also ich bin nicht mehr so flexibel und kann auch nicht mehr über jedes Wochenende so verfügen, wie ich möchte, was natürlich auch völlig okay ist und was ja auch völliger Luxus war in den letzten Jahren, dass ich jedes Wochenende frei hatte. Aber ja, es ist halt so komisch, wenn man noch nicht weiß, wann man wieder zurückkommt, was ja auch wieder normal ist, weil die meisten Leute wissen ja nicht, wann sie das nächste Mal wieder nach Disneyland fahren. Aber auch wenn ich nicht am Wochenende frei habe, kann ich auch in der Woche mal einen Tag kommen oder zwei. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit, die jetzt vor der Tür steht, jetzt ganz, ganz bald vor der Tür steht. Es ist ja schon Samstag heute und nächste Woche Mittwoch geht es auch schon los. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich über diese ganze positive Resonanz, die in E-Mail immer gibt, die ganzen Nachrichten auch an den Eifelpark direkt und dass ihr euch da schon so ein bisschen mit mir mitfiebert. Viele von euch haben sich auch schon angekündigt, die dann mal in den Eifelpark auch kommen wollen. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr zeigen können, denke ich. Es gibt ja auch noch eine Neuheit, die in den nächsten Wochen aufmachen wird. Davon werde ich natürlich berichten und wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Wir haben jetzt den Park verlassen und sind jetzt hier vorm Marvel Hotel, also Hotel New York, die Art of Marvel, und haben tatsächlich einen Platz im Downtown Restaurant bekommen, dem Buffet Restaurant. Und da haben wir um 21 Uhr den Tisch und da gehen wir jetzt direkt mal hin. Da stehen auch noch Vivi und Kevin und Sven. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich war ja da schon mal letztes Jahr zu meinem Geburtstag und da war es ja schon sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es ja wieder Buffet.
wir sitzen jetzt hier im Downtown und ihr wisst, es ist immer sehr, sehr laut hier. Es ist sehr, sehr hallig, aber wir haben einen guten Platz gefunden, direkt hier an den Comicbildern. Dann haben wir ja auch die Tischplatzdinger, wie heißen die, Platzdecken? Die kennt ihr ja auch schon. Ja, es gibt drei verschiedene, ich filme dich einfach mal kurz, ja? Ja. Es gibt drei verschiedene Buffets. Drei verschiedene Buffets, einmal italienisch, amerikanisch und chinesisch. Das heißt, wir können aus diesen drei Ländern... Es wird... Ich bin sehr gespannt. Natürlich möchte ich hier niemanden stören, aber trotzdem möchte ich euch einmal kurz einen Schwenk hier über das Buffet im Hotel New York machen. Das sieht schon alles sehr, sehr gut und appetitlich aus, wie ihr seht. Thank you. Das ist Käse. Desserts. Noch mehr Desserts. Hier sind wir schon bei den warmen Speisen. Wie gesagt, es gibt drei verschiedene Buffets. Italienisch, amerikanisch und chinesisch. Und Macarons gibt es auch. Das sieht wirklich alles sehr gut aus. Und da werde ich jetzt auch mal direkt zuschlagen und schauen, für was ich mich entscheiden werde. Also dieses Buffet ist echt schon sehr gut. Diese Desserts, die machen mich fertig. Also ich glaube, alleine zum Dessertessen reicht es schon, sich hier hinzusetzen. Allein hier... Oh, ich kann gar nichts mehr sagen. Tiramisu, New York Cheesecake, es gibt Obst hier, Thor's Hammer. Da gibt es noch mehr, ganz viele tolle, geile Marvel-Sachen. Man kann es natürlich auch machen wie Sven. Nimmt sich einen Obstteller und lebt gesund. Ja, also es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das war das Essen im Downtown-Restaurant. Es war mega, mega lecker. Also da kann man echt überhaupt nichts sagen. Es war preiswert 42 Euro und dann gibt es ja natürlich einen Jahreskartenrabatt. Aber es gibt so viel Auswahl und das hätte einfach nicht sein müssen. Aber so ist es ja immer bei Buffet-Essen. Wenn man dann satt ist, denkt man sich, boah, nee, hätte nicht sein müssen. Es ist jetzt gleich 11 Uhr und für uns geht es jetzt zurück ins Hotel, denn wir sind echt jetzt fertig nach diesem langen Tag. Es war sehr, sehr schön und ja, ich melde mich dann gleich nochmal ganz kurz im Hotel. Wir sind im Hotel angekommen und ja, es gibt jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich freue mich jetzt auf eine Dusche und dann falle ich müde ins Bett. Und ja, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, wenigstens ein bisschen. Es gab heute eigentlich auch gar nicht so viel zu sehen. Wir sind überhaupt nichts gefahren, haben aber tolle Shows angesehen und ja, auch ein bisschen waren wir was essen. Hätte jetzt echt nicht nochmal sein müssen, aber es war einfach schön zusammenzusitzen. Wir haben viel gequatscht und viel gelacht auf jeden Fall und ich freue mich auch auf morgen nochmal. Und ja... Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Und ja, aktiviert die Glocke, wenn ihr keins der nächsten Videos mehr verpassen wollt. Wir sehen uns dann schon bald wieder, auch in einem neuen Disneyland Paris Vlog. Bis dahin, bye bye.